Stahlkugeln. Ah. Ja. Hier. Dann hier das Ziel. Ich will das normale dran haben. Für das hier nehmen wir. Oh, hier kann ich das nicht anbringen. Wir haben Reflexvisier. Das ist hier mit Kimmel und Korn wesentlich besser. Jo. Ah, ich drücke immer die falsche Taste dahin. Hier lasse ich den Schalldämpfer, dann hier. Medikit. Wurfmesser. Wechseln wir gleich mal auf die, damit es gut klappt. Oh! Ja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Verdammte Fanatiker. Wegen einer einzigen Taschenlampe sind die durchgedreht und jagen mich seitdem. Muss mich ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist. Man weiß nie, wohin es einen die nächste Nacht verschlägt. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Sie ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Da scheinen lauter Chemikalien zu lagern. Dann gibt es noch das große Haus auf der anderen Kanalseite. Schon lange verlassen zu sein. Vielleicht gibt es da noch etwas Interessantes. Ohne Boot komme ich da allerdings nicht hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Wie auch immer, das Leben geht weiter. Und das war's an Neuigkeiten. Also. Aus einem, was auch immer das ist. Eigentlich bin ich fast geneigt. Soll ich nicht? Natürlich. Ich kann halt nur drei Waffen tragen. Eigentlich bin ich mit dem hier. Ach so, ich kann nur das eine oder das andere. Okay, das ist jetzt scheiße, ganz ehrlich. Ich würde ganz gerne die Waffen selbst auswählen können. Oh. Ich kann bei Tag und bei Nacht.
Ich nehme einfach nur mal die Ausrüstung davon mit. Das ist jetzt eine Werkbank, eine richtige. Stahlkugeln, ja, die brauche ich nicht. Eine Handgranate. Okay, als allererstes mal hier. Atemschutzmaske reparieren. Spartanerhelm. F reparieren, die kann ich nicht reparieren, die ist schon. Cargo-Weste. Armschutz. Kompass. Na, der wird gleich mal montiert. Ein Reflexvisier da drauf. F reinigen. So. Die ist sauber. Die ist jetzt auch sauber. So. Hier kommt das drauf. Jetzt können wir hier weiter gucken. Also Filter. Zuallererst einmal. So, zwei Granaten habe ich jetzt. Ja, also damit bin ich schon mal zufrieden. So, nehmen wir mal ein bisschen das Luftdruckgewehr. Also, ich muss da hinten lang. Muss ich da lang? Ach so, ist das der rote Punkt, nicht der Pfeil. Das Auto komplett zerlegt und ausgeräumt. Geht besser gleich mal weiter. Bevor die mich hier belästigen. Dann ist das Scheißvieh, das ist das Boot. So. Dann gehen wir mal gucken, ob wir Crest finden. Was ist das denn? Zombies oder was? Das hat mir gerade noch gefehlt. Zombies. Nein, wie war das verdammte Feuerzeug? Ich hab's nicht, wieso vergesse ich so einen Scheiß immer? Ich wünschte, es wäre die normale Metersteuerung. L war das.
Ja, Kabel werden sind. Das ist ja echt nicht ganz leicht manchmal. Wahrscheinlich, sobald ich mit dem Boot lospaddel, wird das Ding nicht angreifen. Also brennen. Hier haben wir nichts mehr. So, Crest, wo bist du? Auch nicht mal zu gut aus. Verdammte Biester! Ich muss irgendwie zu ihm durch. Verdammte Mutanten! Na komm, Kreis, du bist du. Da oben ist er. Weg aufs Gebäude. Ins Gesicht. Ach, weißt du was? Willst du abhauen? Wie viele Kopfschüsse halten die denn aus? Na komm. Keinem erzählen, nee.
So, Klappe da oben. Na, kann nicht schaden. Nehmen wir hier den ganzen Scheiß auch noch mit. Alles, was geht. Die ganzen grünen Pilzchen sind anscheinend nützlich. So. Ab nach oben. Nicht weiter. Gehen wir eben hier lang. Wisst ihr was? Ich gehe erst mal kurz hier hin. Da unten ist es anscheinend mega verstrahlt. Na gut, dann gehe ich da auch nicht hin. So, jetzt aber ab nach oben. So, hier rum. Dann hier rum. Oh, nicht so weit. So. Oh. Komm hier hoch! Bin schon dabei. Du bist nicht schlecht, Bruder. Das war irre. Diese Mutanten sind ziemlich heftig. Die Dorfbewohner hatten keine Chance gegen sie. Aber du hast sie einfach abgemurkst. Nun, freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße übrigens Crest. Gehörst du zu diesem Zug? Ich wette, die Einheimischen wollten nicht mal mit dir reden. Haben direkt das Feuer eröffnet, oder? Natürlich. Diese dummen Mistkerle. Ich bin schon lang genug hier, um zu wissen, wie das Spielchen läuft. Die haben da einen Kult. Glauben, dass Technologie die alte Welt zerstört hat. Daher sind sie hier nicht gerade freundlich zu klugen Typen. Und ich? Sie wollten mich gerade einsperren, als ich mich bereit erklärte, gegen ihre elektrischen Dämonen zu kämpfen, um für meine Sünden zu büßen. Denn offensichtlich steckte ich mit dem Satan unter einer Decke. Und was für ein Satanist ich bin. Ich habe mein ganzes Leben lang gehandelt und Loks repariert.
Und jetzt reise ich nach Osten. Ich bin diesen Teil des Landes leid. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Die Städte sind weg und überall lauern Banditen und Bestien. Auf der anderen Seite der Wolga ist jedoch viel Platz, gibt viele Möglichkeiten. Also kam ich mit meiner Motordresine voller Waren her und hoffte, auf dem Weg nach Osten gute Geschäfte zu machen. Ziemlich dumm von mir. Ich kann von Glück reden, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Wie auch immer, seit eurer Ankunft habe ich wieder diesen kleinen Plan im Kopf. Alleine könnte ich ihn nie durchziehen, aber wenn ihr auch nach Osten wollt. Nach allem, was ich durchs Fernglas erkennen kann, ist es ein Wunder, dass eure Lok noch fährt. Übrigens, nimm das Fernglas. Ich zeig dir, wo alles ist. Dankeschön. Schau zuerst zur Brücke. Siehst du den Abschnitt oben? Wenn der Notmechanismus noch funktioniert, wird er heruntergelassen. Katja aus der Kirche kennt das genauer. Ich selbst bin nie auf der Brücke gewesen. Dort zur Rechten, der riesige Hangar. Das ist das Terminal. Die Kultisten betrachten es als heiligen Ort. Da sind lauter Graffitis. Ihr Zarfisch lebt dort, weißt du? Dumme Idioten. Noch weiter rechts, siehst du das Gebäude bei den Waggons? Das war mal das Zugdepot. Jetzt gibt es da gar nichts. Aber der Ort an sich ist nicht schlecht. Der Bereich daneben ist auch nicht übel. Dort kann man gut jagen und so. In der Gegend habe ich mehrere sichere Lager aufgeschlagen. Wenn du sie findest, kannst du dich dort ausruhen und deine Ausrüstung reparieren. Es sei denn, du verbringst deine Nächte lieber am offenen Lagerfeuer. Ach da. Komm schon, jetzt zeige ich dir mein Zuhause. Nur noch einen Moment, ich muss kurz basteln. So, gebastelt. Oh, jetzt bin ich bereit. Das ist meine Höhle. Und hier lebe ich. Ist zwar kein Palast, aber hier ist ein Bett. Falls du also müde bist, fühl dich wie zu Hause. Ich habe eine Werkbank zum Basteln gebaut. Wenn du Munition oder Granaten brauchst, kannst du dich an den Rohmaterialien bedienen. Du kannst von hier alles haben, was dir gefällt. Ich kann eh nicht alles mitnehmen. Na los, nicht so schüchtern. Okay, der Typ ist ja nett. Hier komme ich nicht durch. Wie auch immer, ich muss dir sagen, dass das hier nicht nur ein hübsches Gesicht ist. Hier oben drin ist eine Menge Wissen gespeichert. Und sieh dir diese Hände an. Die wissen, wie man repariert. Bei mir solltest du nicht lange überlegen, ob du mich mitnimmst. Von den Dorfbewohnern ein paar Kippen gekauft, wo die Arschlöcher mich davongejagt haben. Diesen Schwachköpfen hat meine Taschenlampe nicht gepasst. Seitdem darf ich weder Dorf noch Brücke betreten. Ach, hier Munition. Ja, hier brauche ich noch ein bisschen was. Nicht sofort einen Kampf gegen sie beginnen. Sie haben eine Gehirnwäsche hinter sich und machen sich bei deiner Ankunft vermutlich vor Angst. Ich wette, die würden glauben, dass der jüngste Komm. Tag gekommen ist. Und gerade noch rechtzeitig. Von ihnen hast du nichts zu befürchten. Bei den Bestien ist das jedoch anders. Einigen. Nimm zum Beispiel diese hässlichen Mutanten von vorhin. Einer davon ist kein Problem, aber triffst du auf ein Rudel, solltest du laufen. Einmal musste ich alles wegwerfen, um davon zu kommen. Und dabei hatte ich wirklich... Okay, hier habe ich nichts mehr. Ah, ich drücke immer diesen blöden Scheißknopf. Die Schweinehunde sind schlau. Sie werfen Steine. Das tut höllisch weh.
Aber Menschen sind immer schlimmer. Neulich kam ein paar Banditen her. Diese Seilrutsche führt nach unten. Einfach einklinken und los geht's. Keine Ahnung, was die wollten. Sie gingen erst gar nicht zur Brücke oder zum Dorf. Sie saßen nur hier und warteten auf irgendwas. Das bedeutet sicher nichts Gutes. Die Dorfbewohner sagen, dass Leute vermisst wurden, als die Banditen kamen. Sind angeln gegangen oder so und einfach nicht zurückgekehrt. Tja, ich könnte ewig weiterreden, aber euer Anführer will ja, dass etwas erledigt wird. Mach einfach weiter. Ich suche hier ein paar Sachen zusammen. Wir treffen uns dann am Zug. Okay, danke, Chris, dass du mal einfach mitkommst. Aber erst einmal will ich die Tageszeit erwarten. Geil. Ist jetzt einfach Tag. So, jetzt sehen wir auch hier ein bisschen mehr. So, dann mal los. So. Schon sind wir hier. Abschuss! Sam! Samir! Bitte melden! Anna ist weg! Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin! Reißt euch zusammen! Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen mehr rum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus! Ten, 200 Meter entfernt. Scheint, als wenn... Klappe halten, du blödes Missgesicht. Wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. So. Ach, hier war ich schon mal. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter.